So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video für den YouTube Arundal Channel. Diesmal wieder ein Haus des Monats aus Alitera, ich und der Real Goran. Hallo. Wir sind hier wieder zusammen und haben uns in der unteren Ecke von Alitera gesammelt. Am besten zu erkennen eigentlich mit dem coolen Raben hier. Der ist zumindest cool gelungen. Und, Haus des Monats März. Das ist leider nicht der Rabe, sondern ein viel besseres Haus. Wenn man nämlich hier an dem coolen Bach hier vorbeigeht, Kanal, Bach, irgend sowas, mit den Sonnenblumen. Und dann kommen wir nämlich an dieses Haus. Tut mir leid, heute gibt es leider keinen Rundgang. Normalerweise gab es ja immer so einen Rundflug um das Haus herum. Es geht leider noch nicht, weil die Mod noch nicht so weit ist. Ich werde dann aber am Ende des Videos werde ich so ein paar Bilder einblitzen lassen. So. Da, 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 da. Okay, ja. Goran, erzähl. Ja, der Erbauer oder Bewohner des Hauses heißt Askeo und der Eingang ist hier. Gucken wir gleich mal rein. Zuallererst ist mir auch der. Hier stand ein. Ah, doch. Der offizielle Jury-Bestechungskuchen. Ah ja, ja. Ah, deshalb hat er auch gewonnen, natürlich. So jetzt für alle. Natürlich. Das müsst ihr aber jetzt immer haben. Super, okay. Den Boden finde ich klasse. Also, dass er hier so diese bunten Fliesen. Ich glaube, das ist Purple und Blau. Okay. Oder so. Und natürlich. Boah. Oh, da ist Fisch drin. Da ist noch mehr drin. Sollte da was kommen? Oh, yeah. Okay, warte, brauche ich nicht. Kannst wieder zurückhaben. So. Was ist das hier für ein Raum? Das hier ist so ein Chiller-Ecke, ne? So mit kleinen Häppchen. Genau, so eine Art. Karottensticks. Wie nennt sich das? Lobby-Diele heißt das, glaube ich. Echt? Ich glaube schon. Holy, holy, holy. Also nur falls er das jetzt als erstes sieht, ne? Seine Kisten sind nämlich nicht abgeschlossen. Genauso wie das nicht abgeschlossen, das auch nicht. Doch, doch, dein Chat ist ja nicht aktiviert. Ach so, oh, sorry. Ja, ich habe meinen Chat deaktiviert, damit da nicht so viel geflutet ist. Es ist abgeschlossen. Okay. Hier sieht man auch, wenn man nach oben guckt, dass man später von unten runter gucken kann. Falls es uns gleich nicht mehr auffallen wird. Okay. Kann ja sein. Hier, ich finde auch gut, dass diesmal so ein Kamin halt nicht mit den roten Backsteinen gebaut worden ist, sondern mit den dunklen. Mit dem dunklen Fundament haben wir das, glaube ich, genannt. Links hier sonst. Hier geht's. Ja, lass mal erst. Moment, was war das hier? Ah, das, hier geht's zum Stall und zum Garten. Ach, zu den dämlichen Scheißhühnern, die ich da schon gehört habe. Stirbhuhn! Ah, das heißt Barco, Boko. Ja, dann töte ich's mal lieber nicht. Nein! Nein! Der hat dafür doch extra. Ah, ich habe EXP bekommen. Super gemacht. Ja, tut uns leid. Als wir kamen, war das Huhn schon tot. Ich schwöre. Hab das nicht gemerkt. Ich wollte wegscrollen. Egal. Wir haben nichts gesehen. Nein. Deshalb verlassen wir schnell diesen Tatort. Schnell, schnell wieder rein. So, okay. So, hier geht's einmal in den Keller. Keller. Ganz geheim. Oh. Wieder schon wieder. Aha, Wasser. Will ich nicht. Naja. Und zwar, bist du da? Ja. Man sieht ja auch schon einerseits, dass das Rohr tropft. Ah ja, geil. Ja, sehr geil. Das ist so ein nettes kleines Detail. Geil, super geil. Ich mach sie hier rein. Askeo, wenn du siehst, hier ist eine Wasserflasche. Hier haben wir einmal so Lagerräume oder mit einem dicken Fass, wo ich mir auch immer am Rätseln bin, eigentlich bei fast jedem Keller, wie die hierher transportiert worden sind oder ob die sind hier gebaut worden. Ja. Hier geht's zu dem Kanal, da gehe ich jetzt allerdings nicht raus, weil von der Seite kommt man nicht mehr rein. Zumindest habe ich da keinen Knopf gefunden. Okay, warte, gefunden. Halt die Tür. Oh shit, ich bin schon drauf. Ja. Achso, da geht's ja einfach so hier raus. Okay. Ja. Gut. Außerdem gibt's hier wieder eine schöne Kanalisation. Die es nicht wirklich gibt. Hm? Was ist jetzt los? Na, ich habe gerade ein paar Mal gedrückt. Aber die ist schön überwuchert. Also hier mit dem dicken Pilz, der hier am Rand sich in den. Ja, da sollte man sich mal wirklich Sorgen machen, hier, wenn hier so ein dicker Pilz wächst. Und Pilz da hinten auch noch. Ja, wirklich. Ja, so eine Fake-Kanalisation. Ja, aber das ist doch witzig. Ja. Ich muss hier immer meinen Bannhammer nach vorne nehmen, sonst zerstöre ich noch Sachen. Oh, warte, hier kann ich runter. Geheimgang gefunden. Wow. Noch habe ich keinen übergroßen Scheißehaufen gefunden.
Den werden wir bestimmt bald entdecken. Denn wie wir wissen, all unsere User, die scheißen so viel und jedes Mal so kackfrisch, dass alles immer dampft. Das ist unglaublich hier. Gut, oh. Okay, hat sofort geklappt. Das war's eigentlich schon vom Keller. Zumindest das, was ich kenne und gesehen habe. Gut, ja, ich lass mich wieder leiten, weil der Goron hat hier bei der Bewertung mitgemacht. Ich nicht, ich war nicht dabei. Ich hatte gar keine Zeit. Was war hier nochmal? Ach so. Das schon. Eine Schiene. Wow. Man hier. Eine Schiene, schön. Wow. Die ist noch nicht angeschlossen. Oh, Potzol. Scheint. Hier in der Ecke, Potzol. Ja, die ist aber überhaupt nicht angeschlossen. Ja. Die haben das auf jeden Fall in Planung, dass die hier wahrscheinlich lang gehen soll. Sonst wäre es ja nutzlos. Klar. Komm rein, Junge. Das hat so was Steampunk-mäßiges, dass man hier so. Moment, sind wir jetzt schon oben? Jetzt sind wir schon oben, ja. Was haben wir hier? Also hier wäre so ein Wohn- und Spielbereich. Hier ist doch. Genau. Hier ist doch die Kacke am Dampfen. Ja. Ich habe mich allerdings gefragt, was das links für ein Konstrukt ist. Ist das eine hängende Lampe, wo man hier die Tischdings genommen hat? Ansonsten wüsste ich nicht, was es darstellen soll. Vielleicht. Oder sind das Vogelkäfige, die mit einer Decke abgedeckt worden ist? Wir werden es nicht herausfinden. Das hier, das hat mir irgendwie gefallen hier, dieser Holzhaufen. Ja, das ist so, ja, der Scheithaufen für, sagt man das im Deutschen auch? Scheithaufen? Die Scheite? Ja, genau, okay. Holzscheite. Der Holzscheitehaufen. Cool, ja, das sieht cool aus, witzig. Genau, und dann kommt man hier nochmal in so eine loungige Sitzecke, wo man dann halt in die. Überall sind Sachen drin. Wie habe ich es genannt? Diele gucken kann. Oh, warte. Was ist das hier? Rostige Münze. Pac-Man-Jeton. Oh, er hat den Pac-Man-Jeton. Das ist ein ganz spezieller. Yeah. Die rostige Münze ist aus meinem Dungeon. Mhm. Was, so viele? 34, Junge. Naja, gut. Und dann ist hier schon fertig? Ich glaube schon. Ich höre gerade da unten nochmal einen Besucher. Ja. Die Tablette. Wir müssen fliehen. Okay, ja, hier war es eigentlich schon. Gehen wir an die Regalwand vorbei. Das ist auch so ein bisschen gestaffelte Ebenen. Also das ist, okay, aber es geht schon weiter. Hier ist der Selbstmordbereich. Sah für mich so aus, als ob hier so ein Galgen hängt. Dann auch noch hier so ein umgedrehtes Tripwire-Hook für den Kopf durch. Hier könnte man dann sofort nach unten zu den Snacks runterspringen. Genau. Sag mal hier. Geht's hier weiter? Also das finde ich übrigens auch sehr cool, wenn mal da die Bilder so genutzt werden. Oder halt öfters so genutzt werden. Dann sieht es nicht immer so langweilig aus. Weil das sind ja eigentlich normale Holzblöcke. Sehr gut, bisschen Kokain hier drauf. Cocaine. So, sind wir oben. Also das Treppenhaus geht hier zumindest nicht weiter hoch. Okay. Wo fangen wir denn mal an? Ich glaube, ja, hier ist so eine Brauecke mit so gut eingesetzten Flaschenregalen, die nochmal hinter dieses Hardslap-Regal sichtbar sind. Hier das Schlafzimmer. Oh. Was auch? Ja, okay. Er wurde schon von seiner Stadt mit einem Abzeichen. Oh, sehr schön. Haus des Monats März 2040. Sehr schön. Sehr schön. Von seiner Stadt? Ja. Nee, das ist kein Stadtding. Das ist ein Haus des Monats Medaille. Stadtwappenmedaille ist ja anders. Alles klar, habe ich verwechselt. Weil die sind ja oder wollen neu dazukommen. Mhm. Sind schon erhältlich. Ja, können die Stadt ja schon herstellen. Achso, hier ist Helmpflicht. Da ist wohl noch eine Baustelle von einem Nachbarhaus, was noch nicht steht oder gerade abgerissen worden ist. Ja. Ich weiß es nicht, welches von den beiden Dingen jetzt der Fall ist. Auf jeden Fall Baustelle. Baustelle. Und dann hier ein nettes Regal aus vier Kisten. Mit sehr viel Shit drin. Wow, gucken wir gleich nochmal genauer an. Langbogen. Ja, also einen klassischen Lagerraum hat dieses Haus jetzt nicht. Hier ist einfach alles im Haus verteilt. Ja. Und tatsächlich überall ist was drin. Das finde ich auch noch so cool. Überall ist wirklich was drin. Also es wird benutzt schon mal. Und ich glaube, ja, hier geht's nochmal in so einen Dachgarten. Yay! Mit so einer Veranda und Akku.
cool. Hier geht's dann nachher nochmal weiter. Ultra Free Zeta, was? Muy Galante. Ich glaube, das ist einfach eine Bar, oder? Ja, ja. Mit Eis im Boden. Wo geht's hier lang? Da geht's weiter in. Hier ist eine Leiter. Oh, hier ist eine Truhe. Oh, Truhe? Okay, ja, hier ist noch so ein Dach. Genau. Hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ist ja auch schon 3-4 Tage her. Da war ein Wochenende dazwischen. Achso, okay. Und hier ging's. Ich glaube, das ist jetzt schon das Nachbarhaus. Deshalb gehen wir hier mal nicht weiter. Oder? Ich muss mal einmal unten gucken, ob das jetzt schon das Nachbarhaus ist. Mach mal eben Selbstmord. Und? Na, los. Wie ist es? Oh, ich muss mal vorne gucken. Ja, ich glaube schon. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, das ist die Hälfte. Bei der Mini... Ach so. Genau. Hier bei dem Dach hat es schon aufgehört. Okay. Gehen wir also wieder zurück. Gehen wir also zurück. Sonst wären wir hier nie fertig. Eigentlich war es das, glaube ich, schon. Da ist jemand unten. Ja, der ist schon länger da. Ja, würde ich sagen. Wenn ich das war, war es das schon, ne? Dann war es das. Okay, es wird nämlich auch schon wieder dunkel. Dunkel, deshalb, ja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt hier bei dem Holzscheithaufen. Daniel, wo bist du? Okay, na gut. So, hier, beim Highlight. Deshalb hat dieses Haus gewonnen, wegen diesem Holzscheit. Nicht wegen dem Jurybestechen. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ja gut, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.